Mit Corona sind ja auch ganz viele neue Begriffe in unser alltägliches Leben getreten. Begriffe, die erst noch wahnsinnig schwierig zum Schreiben sind. Zum Beispiel Quarantäne. Oder Hygiene. Oder Desinfizieren. Oder Covidiot. Und zum Glück gibt es jetzt die speziell offiziell Duden-Hotline, ja, wenn man Fragen zur Rechtschreibung hat. Also quasi Sorgentelefon für Deutschlehrer. Die dargebotene neue deutsche Rechtschreibung ist das, wenn man so will. Und wenn man dort anruft, auch das ist wahr, wird man von dieser Dame hier beraten. Ja, das ist, als hätte man wirklich all meine ehemaligen Deutschlehrerinnen zu einer Person zusammengemorpht. Schau mal genau, ähnlich sehe auch die gleich leichte Enttäuschung in ihren Augen. So eine Hotline ist ja schön und gut und praktisch, aber für uns Schweizer gibt es ja noch viel größere Probleme. Schweizerdeutsche Rechtschreibung, das ist doch, was man nicht genau weiss. Ja? Es ist ja wurscht, ob das Komma falsch gesetzt ist oder nicht. Die eigentliche Frage ist doch, wie soll man die seltsamen Laute vom Schweizerdeutschen in Buchstaben umwandeln? Wieso schreiben Luzerner alles mit O und wie viel E-Pünktlich kann ein Berner in einen Satz quetschen? Und wie schreibt man eigentlich mühsame schweizerdeutsche Wörter grammatikalisch richtig? Also Wörter wie Schampar oder Hinterzieh oder Allweg oder auch ganz traditionelle Schweizer Redewendungen wie blöder Bundesplatz. Und dass man so einen blöden Bundesplatz können aushalten. So ja zum Beispiel nicht. Und deswegen haben wir uns etwas einfallen lassen bei Deville. Wir haben wirklich jetzt in dieser Woche unsere ganz eigene Hotline aufgeschaltet. Das ganz spezielle Deville Mundart-Sorgentelefon. Unter 052 539 1291 sind wir rund um die Uhr zum Festnetztarif erreichbar, um euch bei euren konkreten Fragen zur schweizerdeutschen Rechtschreibung kompetent zu beraten. Wirklich, könnt ihr mal probieren, mal anrufen. Die Person, die am anderen Ende sitzt, hat zwar keine Duden zur Verfügung, aber ist sonst ausgerüstet mit dem gesammelten Werk von Pedro Lenz. Ja? Und das ist wirklich etwas Schönes. Probiert das sofort aus. 052 539 1291. Leute, mich an.